Und gleichzeitig diese Vision, die Herr Burmeister gezeigt hat, aus einer ökologischen Sicht machen die uns schon fast wieder Sorgen, weil relativ klar ist, ökologische Industriepolitik ist die Wirtschaftspolitik der Zukunft. Keine Frage, aber die Frage ist, ist sie wirklich die Ökologiepolitik der Zukunft? Und da bekommt man schon so seine Zweifel, wenn wir einfach sehen, dass die Entkopplung unseres Wirtschaftswachstums vom Ressourcenverbrauch in der gesamten Vergangenheit immer nur relativ war und viele der wunderbaren technologischen Innovationen, die wir jetzt in die Welt setzen, wiederum gewaltige ökologische Rucksäcke vor sich tragen. Und insofern müssen wir einfach aufpassen, dass wir die Fortschritts- und Technologiemuster der letzten 50 Jahre jetzt nur grün angemalt einfach nach vorne fortsetzen, sondern es eben eine neue Form des Nachdenkens darüber auch braucht, in welche Art von Wohlstand ist das eingebettet. Und dieses Nachdenken, das beginnt inzwischen ja sehr breit gesellschaftlich, auch da hat Herr Burmeister eigentlich sehr schöne Zitate aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen vorgelegt, weil ihm deutlich wird, wir brauchen und das bei Ihrer Ursprungsfrage sehr viel mehr so etwas wie eine eingebettete Technologie. Also nehmen wir Thema Elektromobilität. Die Lösung liegt eben nicht darin, jetzt unsere gesamten Automobile nur durch Elektromobile zu ersetzen. Der Ressourcenrucksack, der dahinter hängt, wäre eine Katastrophe. 50 Millionen Elektromobile auf deutschen Straßen, das weltweit gesehen, wäre keinerlei Lösung. Wäre eine wunderbare Wirtschaftspolitik für eine Automobilindustrie, ist aber keine Lösung für ein ökologisches Problem. Was wir brauchen, ist eben die Einbettung in ganz neue Mobilitätsmuster, darum ja auch das Experimentieren der Automobilhersteller hier. Und Ähnliches lässt sich eben jetzt übertragen auf andere Technologiebereiche, wenn wir über die gewaltigen Innovationszyklen nachdenken im Bereich der IONK-Technologie. Also was an ökologischen Rucksack hinter jedem dieser Smartphones steckt. Alle 2 Jahre wird das ausgewechselt, vorangetrieben durch auch entsprechende Geschäftsmodelle. Also wenn wir es nicht schaffen, hier zu ganz anderen Modellen zu kommen, die die Hardware-Erneuerung plötzlich nur noch in allen 5 oder 10 Jahren machen, das aber mit intelligenten Softwarelösungen verbunden ist, dann wird uns kein ökologisches Problem gelöst. Und da liegt die eigentliche Herausforderung. Gleichzeitig ist die Diskussion, und das werden Sie in den Diskussionen auch sehen, wenn Sie da mal sich in so Video- und Fernsehmitschnitte hineinklicken, äußerst kontrovers. Also das oszilliert zwischen dem einen Pol der Formel, ohne Wachstum ist alles nichts. Also über all diese Fragen ökologischer Verbesserung und Nachhaltigkeit können wir erst nachdenken, wenn wir Wachstumsraten mindestens in der Höhe vielleicht auch der letzten Jahres wieder erreichen. Und auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, wenn wir jetzt nicht dazu kommen, zukünftige Lebensqualität und Wohlstand zu entkoppeln von dem nominellen BIP-Wachstum, dann werden wir keine der ökologischen Herausforderungen in den Griff bekommen und werden auch gesellschaftlich in der Anpassung unserer Sozialsysteme nicht adäquat umgehen, einfach mit der faktischen Tatsache, dass Wachstumsraten wie in den 50er, 60er Jahren nie wieder erreichbar sind. Und das führt zu sehr, sehr intensiven Diskussionen und man spürt eben, dass hinter der Wachstumsdebatte eben sehr, sehr viel mehr steckt. Sehr tief verankerte Vorstellungen von Fortschritt, die dann auch tief in Selbstverständnisse auf einer individuellen Ebene gehen, aber eben auch Selbstverständnisse unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen. Und umso wichtiger ist, dass wir diese Diskussion so transparent auch führen. Ist Wachstum wirklich die Lösung all unserer Probleme oder werden wir uns damit abfinden müssen, dass wir all along eine stagnierende Gesellschaft, eine Postwachstumsgesellschaft haben werden? Welche Konsequenzen hat das für uns? Bei der Frage vor Weihnachten, Sie haben das vor einem guten Monat wieder mit durchgespielt, was schenke ich meinen Liebsten? Ne? Und wir haben schon alles, also zumindest alles Materielle. Und dann kommt genau diese Verlegenheit wieder raus. Und das ist ja letztlich ein sehr positives Zeichen, ne? Dass wir durch den gewaltigen Erfolg ökonomischer Entwicklung über die letzten 50 Jahre auf eine Stufe gekommen sind, jetzt darüber nachzudenken, was sind die nächsten Schritte, eine andere Form von Lebensqualität zu entwickeln. Und das liegt dann auf einer entsprechenden Ebene. Und hier kommt den entwickelten Volkswirtschaften eben durchaus eine wichtige Vorbildfunktion zu. Herr Burmeister deutete das an, weil wir erproben und entwickeln ja auch eine bestimmte Form von ökonomischer Kultur. Und wenn die ökonomische Kultur die ist, wir haben das gerade